Ich habe ein ziemlich cooles automatisches Schließsystem für ein Kippfenster, das ohne Elektrizität auskommt, verbaut. Und als es nicht funktioniert hat, musste ich es auseinandernehmen und bei der Gelegenheit habe ich die Funktionsweise direkt verstanden. Deswegen jetzt hier ein kurzes Video dazu. Hier ist eine Schnur, die um die Ecke geht. Hier sieht man das lose Ende. Diese Schnur ist hier drinnen an einen Kolben montiert, der hier hin und her laufen kann. An diesem Kolben hier hinten drin ist eine Feder. Und das hier ist ein einstellbares Ventil, das in die eine Richtung durchlässt, wie ein Fahrradventil, in die andere Richtung ein ganz fein einstellbares Nadelventil ist. Also ungefähr so, da oben sieht man das kleine Ventil, einstellbar, der Kolben mit den O-Ringen, der Feder dran und hier diese kleinen Löcherchen hier sind Aussparungen. Sobald der Kolben jetzt hier nach rechts diesen Punkt überschreitet, zieht er direkt Luft und kann komplett nach hier hinten durchwandern. Wenn der Kolben sich von hier nach da bewegt, fängt das Fenster an, rangezogen zu werden und schließt sich. Was passiert jetzt? Ich ziehe das Fenster auf, der Kolben wird von der Schnur ganz nach links gezogen. Die Luft entweicht hier durch das kleine Ventil, das Luft rauslässt, sofort. Die Feder wird gespannt und jetzt ist das Fenster offen. Und je nachdem, wie fein jetzt hier da oben dieses Nadelventil eingestellt ist, lässt das ganz langsam Luft in diesen Zwischenraum, sodass der Kolben zeitabhängig, je nachdem wie das Ventil eingestellt ist, langsam von hier nach hier nach hier nach hier wandert. Und wenn er diesen Punkt hier überschreitet, zieht er Luft, zack, und das Fenster schließt. Man kann ja auch noch mehrere Löcher aufmachen, damit das Fenster ruckartiger schließt oder langsamer. Aber das ist auf jeden Fall das Funktionsprinzip. Und wenn dieses Ding nicht richtig funktioniert, liegt das daran, dass Plastikkrümelchen hier zwischen Kolben und O-Ring sind. Und das Ding nicht richtig dicht ist und dann nicht nur Luft durch das kleine Ventil hier zieht, sondern Fremdluft zieht und dann relativ schnell schließt und die Einstellung nicht funktioniert. Cooles Teil, kostet neu allerdings auch ein Huni, aber braucht keinen Strom. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, erstens das Ding zu verstehen, was cool ist, und zweitens, wenn es nicht funktioniert, den Fehler zu beheben.